Frühmorgens bin ich wieder der Erste, der sich über das gut gemischte Frühstücksbuffet hermacht. Aber ich habe ja auch noch das letzte Stück meiner Etappe vor mir. Da brauche ich was Ordentliches im Magen und außerdem bin ich ja nicht gemütlich mit dem Auto hergekommen, sondern muss die ganze Strecke noch selber strampeln. Mein Fahrrad hole ich aus der Garage. Ja, in Sachen Fahrradgaragen gibt es wirklich eine große Auswahl an Möglichkeiten. Ich war schon mal in einer alten Wursterei mit dem Fahrrad und hier ist zum Beispiel eine Garage, in der die ganzen Sachen eingemottet werden im Winter, wenn man sie erst im Sommer wieder braucht. Ja, auch in der Fahrradgarage das Fahrrad immer abschließen. Man weiß ja nicht, wer sonst noch reinkommt. Eine Folge dessen, immer ein schönes, stabiles Schloss für das Fahrrad dran machen. In der Garage oder außerhalb der Garage. Tja, ein kleines Fazit zum Gästehaus Hummel. Also das Hotel ist wirklich prima, das Frühstück ist reichhaltig. Es macht ordentlich satt und, was ganz wichtig ist, es sind auch wirklich nette Leute. Das heißt, der Service ist sehr freundlich. Einziger Wermutstropfen ist, dass halt wirklich der Biergarten genau an der großen Straße liegt, aber das war trotzdem ganz gemütlich gestern Abend hier. So, und jetzt geht's los. Und zwar in Richtung Burghausen. Ja, also meine ersten 2 Kilometer der heutigen Etappe, meiner letzten Etappe, habe ich jetzt schon hinter mich gebracht. Ich bin jetzt kurz hinter Marktl, direkt neben einer Bundesstraße. Naja, es ist ziemlich viel Verkehr, aber zum Glück gibt es einen Radweg hier, sodass es nicht so schlimm ist. Und jetzt hoffe ich, dass ich trockenen Fußes nach Hause komme, denn die Kollegen vom Morgenmagazin haben heute Morgen gemeldet, dass eventuell im Laufe des Tages Wolken kommen sollen und es sich dann auch entsprechend eintrüben und sogar regnen soll. So idyllisch solche Waldwege sind, sie sind nicht ungefährlich, weil es hier doch einiges an Schotter gibt. Die Steine können ein Kiesbett oder eine Rille bilden und wenn man da hineingerät, kann man das Gleichgewicht verlieren. Also wie gestern vor der großen Brücke, raus aus den Klickpedalen und immer darauf gefasst sein, eventuell sogar mit den Füßen auszubalancieren. Gerade an heißen Tagen ist bei den topografischen Karten praktisch, dass man sieht, wie lange man noch durch ein Waldgebiet durchfährt. Naja, da hinten türmen sich jetzt schon so langsam die ersten Wolken auf, aber sieht noch nicht sehr bedeckt aus und ich denke, das Wetter wird schon noch halten, bis ich an meinem Ziel ankomme. In der Nähe des Ortes Mehring überquere ich den Alzkanal. Es lohnt sich wirklich immer wieder mal kurz stehen zu bleiben und die Aussicht zu genießen. Außerhalb der Orte wie auch innerhalb. Ja, nachdem ich Anfang Mai unterwegs bin, sind noch viele Maibäume festlich geschmückt in den Dörfern zu sehen. Auch das ist eine Sehenswürdigkeit auf diesem Radweg. Ein paar Kilometer noch, dann sind schon die Schlote der Wacker zu sehen. Seit etwa 1920 sorgen die Chemiewerke neben dem Tourismus für den wirtschaftlichen Aufschwung von Burghausen. So, jetzt bin ich mittlerweile hier in Burghausen angekommen und hier hat mir auch gleich ein freundlicher Mitreisender, nämlich ein holländischer Radfahrer, erklärt, dass es hier in der Nähe gleich günstig Händel und Bier gibt. Aber ich glaube, dafür ist mir noch zu früh. Außerdem verlangen einem die teilweise sehr steilen Wege mit Kopfsteinpflaster alle Konzentration ab. Hier ist es für Familien oder ältere Menschen sicher öfter mal das Beste, abzusteigen und zu schieben. Die Stadt eignet sich natürlich auch für einen längeren Aufenthalt. Alleine, wenn man sich die mit 1 Kilometer längste Burg Europas ansehen möchte, braucht man schon ein paar Stunden. Da ich ab jetzt nicht mehr dem Benediktweg weiter in Richtung Tittmoning folge, sondern von hier aus direkt nach Hause fahre, brauche ich jetzt eine neue Routenplanung. Also wer vorhat, den Benediktsweg jetzt hier in Richtung Österreich zu verlassen, der hat jetzt vor sich einen ziemlich steilen Aufstieg, der auch noch sehr unangenehm ist, weil die Straße eng und viel befahren ist und eine Hauptverkehrsstraße über die Landesgrenze hinweg. Das letzte Stück meiner Tour liegt vor mir und jetzt wird es auch höchste Zeit, mein Ziel zu erreichen. Ja, wie man unschwer erkennen kann, der Wetterbericht wird langsam wahr. Über mir gibt es schon die ersten dunklen Wolken, aber ich schaffe es bestimmt noch trocken bis nach Hause, denn es gibt ja auch ein paar blaue Ecken. Schön. Naja, die Richtung stimmt auf jeden Fall, denn laut Navi bin ich in Kürze daheim. Gerade noch rechtzeitig geschafft, weil hier hinter mir ist es noch blau, aber auf der anderen Seite kann man schon die dicken, fetten Wolken sehen. Tja, und das war er, der Benediktsweg. Das Fazit der Tour wurde mir schon auf der Strecke klar und hat sich auch nicht mehr geändert. Also, ob man sich nun für den Papst interessiert oder nicht, ist eigentlich egal. Der Benediktsweg lohnt sich.